Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Moritz, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen und vielen Dank für die Einladung, hier und heute mit Ihnen über mein Leben und meine Gefühle zu sprechen. Die älteren Semester unter Ihnen erinnern sich vielleicht sogar noch, es ist fast auf den Tag genau 9 Jahre her, dass ich das hier im Verein das letzte Mal besprochen habe. Und zusammen wollen wir dann auch dieses kleine, nichtige Jubiläum begehen. Ja, zusammen wollen wir diesen Kratzer auf der Glasglocke, diesen Kohlenstrich an der Gefängnismauer, diese Kerbe am Stamm der Palme zum Anlass nehmen, die letzten 9 Jahre einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Mir selber kommt das jetzt extrem lange her vor. Und vom Sommer 2007 weiß ich nur noch, dass ein ungewöhnlich kühler September auf einen warmen und trockenen Sommer folgte und dass die Leute absolut keinen Bock hatten zu arbeiten. Darüber hinaus allerdings wurde das Wasser des Brunnens aus dessen tiefen Schacht, das damals wie das heute schöpft, mit den Jahren recht trübe, ja algig und manchmal sogar braun wie von verrostetem Gestänge gefärbt. So undurchsichtig dieses Wasser auch ist. Solange das alles nun auch her sein mag, lassen Sie mich trotzdem versuchen, diesem Abend eine klare Fragestellung vor die Wampe zu schnallen, nämlich die folgende: Was habe ich getan? Ich werde mich also bemühen, Ihnen und mir gegenüber Rechenschaft abzulegen und wer weiß, vielleicht stöbern Sie ja selbst ein wenig in Ihrer eigenen Blackbox herum oder haken einmal bei sich selber nach, ja, was war denn eigentlich los? Natürlich möchte ich Ihnen da nichts vorgeben, es ist nur eher so, also jetzt wirklich nur bei mir selber, ganz persönlich, dass ich mir manchmal so vorkomme, als würde ich aus einem jahrelangen Schlaf erwachen, mir die Augen reiben und auf eine Realität starren, in dem das Bett, in dem ich einschlief, schon vor Jahren zu Staub zerfallen ist. Jetzt aber zurück zu meinem Lebenslauf und da muss ich zunächst einmal sagen, ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ich bereits promoviert habe. Weniger aus fachlichen Gründen oder aufgrund der temporären Intensitäten, obwohl mir beides immer sehr wichtig war, nein, sondern einfach, weil ich aus meiner persönlichen Gegenwart gesprochen weiß, dass ich so etwas in der Art nie wieder hinkriegen würde und dass diese Zeit der Auseinandersetzung, des Austauschs und des sich Bemühens für immer hinter mir liegt und auch nie wiederkommen wird. Aber das war eigentlich von Beginn an der Fall. Sich einfach mal hinsetzen und ein paar abstrakte Dinge durchkauen, mit denen ich mich damals schier endlos beschäftigen konnte. Soziologie, Politikwissenschaften, Philosophie, Bio. Und hast du nicht gesehen, das war damals ganz normal für mich. In mich selbst versunken, ging ich meinem werdenden Ich hinterher. Versuchte zu verstehen, mir Dinge selbst zu erklären. Ich lauschte auf die Durchsagen der Weisen. Und stolperte einfach los, beging also meine eigenen zaghaften akademischen Gehversuche, nachdem ich die zur Verfügung gestellten Klassenzimmer, Kasernen, Altersheime, Hörsäle, Postdoc-Büros mit allen erhältlichen Auszeichnungen, Orden und Stipendien durchschritten hatte, genauer höchst erfolgreich durchschritten hatte. Dazu muss ich kurz anführen, dass ich vom ersten Tag bis zum letzten Tag meines jahrzehntelangen Studiums immer der Allerbeste an meiner Uni war. Aber zurück zu meinen ersten Ansätzen, so verschwurbelt und unleserlich sie auch waren, so stolz und froh war ich, dass sie überhaupt existierten. Ja, ich musste sehr häufig an diese hässlichen, nackten Amselküken denken und an die Amselmutter, die so treuherzig und anscheinend blind für deren Hässlichkeit mehrmals am Tag das dreckige Nestchen anfliegt, um die schwächlichen Küken mit Würmern vollzuwürgen. So habe auch ich mit viel Fleiß meine Interessen genährt und gefüttert und habe eigentlich ansonsten nicht viel gemacht. Ich kann zurückblicken und mit Stolz sagen, ja, ich habe die Komplikation gelebt. Und das habe ich sehr gerne getan, auch weil es sonst einfach nichts gab, was ich stattdessen lieber gemacht hätte. Fertig. Eine Zeit lang bin ich sehr gerne Rad gefahren, aber dann habe ich mein Rad verkauft, zusammen mit den Satteltaschen. Die anderen Versuche, die ich in Richtung erfüllte Existenz unternahm, kamen mir im Gegensatz zu meinen intellektuellen Tätigkeiten wahnsinnig künstlich und unheimlich gestellt vor. Das gilt jetzt einmal stellvertretend für die Bereiche Liebe, Weihnachten, Beziehung, Familie und Kochen. Halten wir also an dieser Stelle fest, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Aus mir wurde tatsächlich ein anderer. Ich habe mich tatsächlich verändert. Mit dem kleinen blonden Fratz, der sich da im Ofen streckt, hatte ich wirklich rein gar nichts mehr zu schaffen. Und man kann fast sagen, ich habe das lustige Kerlchen, ohne jetzt so Erich Kotz-Kästner-mäßig rüberkommen zu wollen, wirklich systematisch fertig gemacht. Wie der schlimmste Klassenschläger, den man sich denken kann, den schwächsten Asthmatiker der Stadt fertig macht. So müssen Sie sich das jetzt vorstellen. So. Ich habe also die ganze Zeit durchgebüffelt.
Dazu hatte ich wie alle anderen auch sehr unterschiedliche Lehre. Und manche von meinen Gammelprofessoren mit den Kuchenkrümeln im Rauschebad verkleideten sich wie das Leben selbst. Und ich dachte still zu mir, alles klar, weiß Bescheid, get in the ring, motherfucker. Oh, wie habe ich mich geirrt. Und da merken Sie jetzt schon, dass es mir da natürlich total schwer fällt, eine klare Grenze zu Autoritäten zu ziehen. Das ist in meiner Arbeit auch wirklich sehr, sehr wichtig. Deshalb hier kurz zum Mitschreiben die Stichpunkte: brüchige Ich-Grenzen plus unzerstörbare Hierarchiebunker in Klammern akademisch. Jedenfalls hatte ich nach meiner Ausbildung und nach den ganzen Diskussionen mit dem astralen Abschlusszeugnis in der Tasche tatsächlich das Gefühl, ein Ansprechpartner für die Fragen einer wissensbegierigen Welt zu sein. Einer Welt also, die sich durch den Schwung des Fortschritts in eine bessere, hellere Zukunft für uns alle hineindrehte. Dem Knaben gleich, der sein papierendes Schiffchen auf den Pfützen des Parks umherpustet, wollte ich auch bei dieser Drehung zum Besseren dabei sein, und so stellte ich dann auch meine Telefonnummer ins Netz. Jahre vergingen, Jahre des Wartens. Eine gewisse Noblesse, unbegründet wie jede Noblesse, bildete sich heraus, und ich selber kam als geistiger Hochadel eigentlich ganz gut zurecht. Während des Wartens habe ich immer weiter gelernt und immer mehr verstanden und Sachen kombiniert, und ich erkläre es mir so, dass meine damaligen Freunde einfach nicht mehr mit der Konfrontation mit mir und meiner schonungslosen Analyse gewachsen waren und daher lieber anderen Einladungen zum Abendessen folgten als dem meinigen. Ich hatte es zu einer kleinen Tradition gemacht, bäuerliche Gerichte aufzutischen. So habe ich quasi mit einem einfachen Kartoffelauflauf den Kontrapunkt zu meiner eigenen elitären Ausdifferenzierung gesetzt. Ja, so war ich einfach damals. Und diesen gut gesetzten Kontrapunkt habe ich dann ganz alleine aufgefressen zu Heiligabend in meinem WG-Zimmer, total besoffen. Man kann also sagen, die gewöhnlichen Leute um mich herum waren zunehmend genervt, dann enttäuscht, und dann wurde es einfach sehr, sehr still. Und ja, die Welt drehte sich weiter, und mein Liebeslieschen, wie schlimm alles wurde und egal wie schlimm es um die Welt stand, ich hatte nichts damit zu tun. Das muss man auch erst einmal hinkriegen. Also beschloss ich irgendwann, der wirklichen Realität ins Gesicht zu sehen, will sagen, die Innereien der Fische und den Flug der Vögel zu deuten, um mich so spirituell auf einen Wechsel, auf eine Veränderung in meinem Leben vorzubereiten. Um im Bild zu bleiben. Die kleine Amsel lag eines Morgens tot auf dem Gehsteig, mit diesen komischen gelben, knorbeligen Schnabelleisten weit aufgesperrt. Dieser Vogel aß nicht mehr und sang nicht mehr. Das stimmt jetzt wirklich, ich kann mich genau erinnern, auch ein bisschen an das Mitleid diesem kleinen Ding gegenüber, was prinzipiell durch den gleichen Atem am Leben gehalten wurde wie ich selbst. Das war es also. Das Omen, auf das ich schon so lange gewartet hatte, und jetzt hieß es handeln, 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 loslegen. Die totale Mobilmachung, die besten Jahre hatte ich ja schon vertrödelt, jetzt hieß es zumindest bei der Ernte hoch auf dem gelben Wagen ganz vorne mit dabei sein. Also, liebe Leute, auf unserem Zeitstrahl, den wir ja tatsächlich irgendwie teilen, befinden wir uns jetzt circa 3 Jahre nach meiner Summa Cum Laude Promotion, und aus dieser Periode habe ich mir bis heute die liebe Angewohnheit bewahrt, morgens aufzuwachen und wirklich nicht zu wissen, was ich mit meinem Leben machen soll. Wenn ich das jetzt alles auf eine Problemstellung bringen müsste, würde ich sagen, ich war wirklich nicht so gut. Tja. Ich war wirklich nicht so gut, dass es die vielen anstehenden, sich abzeichnenden Entbehrungen wirklich wert gewesen wäre. Das sagt sich jetzt so leicht dahin, ist aber im Grunde schon ein ziemliches Brett, wenn man sich selbst so neu einregeln, ja, runterregeln muss. Vielleicht kennen Sie das ja aus Ihrem eigenen Leben. Ja, man fühlt sich dann so mies und sagt leise, leise zu sich selbst, okay, ich schmeiß jetzt mein Leben weg. Aber, meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen hiermit sozusagen von dieser Seite offiziell garantieren, genau so ist es auch. Vor dieser Entscheidung, die ich wirklich nicht mehr länger aufschieben konnte, bis ich nachts oft durch die leeren Straßen geheizt, und meine lieben Freunde, von meinem Longboard aus sah ich, wie die grellen Neonschriften des Konsums sich in den schwarzen Pfützen der Königstraße in Lübeck spiegelten, brachen und verzerrten. Dann holte ich zunächst mein Saxophon raus und ließ einige rauchblaue Noten zu meinem einzigen verbliebenen Freund, dem Vollmond, durch die vom Regen stark abgekühlte Abendluft aufsteigen. Es war in dieser etwas bluesigen Zeit, in der ich anfing, mich auf einen nächtlichen Streifzügen gründlich umzuschauen. So sah ich hinter dem einen Fenster einen kuscheligen Zweierfernseher mit einer total gut gemachten Fernsehserie, hinter einem anderen Fenster einen vollgepackten Drillingsbuggy und wieder hinter einem anderen einen wohlig gelb beleuchteten Esstisch,
der von einem jungen Paar liebevoll für Gäste eingedeckt wurde. Und was mich dabei am meisten auf die Palme brachte, dass sich das Paar augenscheinlich bei dem ersten Glas Rotwein darüber austauschte, was in der vergangenen Woche bei ihnen so anstand. Ich musste mich sofort von diesem gelben Licht abwinkeln und von Schmerzen entstellt rollte ich langsam und gequält nach Hause, so gut es eben ging. Aber, meine Damen und Herren, es war zu spät. Ich habe das gelbe Licht gesehen, gerade rechtzeitig, um noch alles hinzuschmeißen, und es gab keinen Weg zurück. Und dann bin ich so schnell die lange Wendeltreppe meines Elfenbeinturms kurz hinuntergestürzt, dass mir ganz schwindelig wurde und ich wirklich nicht wusste, wie ich mich anziehen sollte, als ich dann endlich auf dem gepflegten Pflaster der qualitativ hochwertigen Lebensführung anlangte bzw. aufschlug. Dort unten angekommen, bei all denen, die schon so lange nach dem Glück suchten, wurde ich logischerweise sofort als Zwitterwesen erkannt und durfte mir dann auch gleich meinen eigenen Wiedertäuferkäfig an der Südseite der Stadtkirche aussuchen, während in der Ferne noch die Hammerschläge widerhallten, mit denen mein Gemächt an das Stadttor genagelt wurde. So, ja, ganz genau so habe ich mich zumindest in den ersten Tagen, Wochen, Monaten meines ersten Jobs gefühlt. Aber immerhin, ich fing endlich an, wirklich zu arbeiten. Es wurde also konkret. Dieses Konkrete hatte ich mir alles ein wenig mehr casual vorgestellt, so als würde man dann halt sagen, das gehört jetzt zum Leben dazu, als wäre das gar kein großes Ding, jeden Tag 10 Stunden zu arbeiten. Aber ich merkte, man muss dann da auch tatsächlich machen und das hat mir nicht gefallen. Zudem war ich davon ausgegangen, dass ich mit diesem wichtigen Schritt in Richtung Zukunft die Prioritäten meines Lebens von ganz alleine neu sortieren würden. Ja, und das taten sie dann auch. Nun gut, jeden Tag fuhr ich also los zur Arbeit oder wie ich zu meiner Frau, ja, die hatte ich damals noch für eine kleine Weile, nannte sie aber zu dem Zeitpunkt nur noch Partner, scherzend jeden Morgen an der Tür sagte, ins Unglück. Mit mir unterwegs waren die anderen. Eine Formulierung, die mir vor wenigen Jahren noch kriecherisch und Pseudo-Soli-Anbietern vorgekommen wäre und das tat sie eigentlich immer noch, nur dass ich jetzt beim Carry-On-Koffer-Schnellvergleich ganz vorne mit dabei war. Im Winter sah ich aus dem Zug in die morgendliche Dunkelheit und sah die Lichter der großen Stadt in der Ferne leuchten und vorbeiziehen. Auf meinem Weg nach Montabaur, wo ich 2,5 Jahre für 1&1 gearbeitet habe und es war mein Team, das in langen, schier endlosen Sitzungen den immer noch aktuellen Slogan Internet Made in Germany mit auf den Weg gebracht hat. Das kann man alles soweit gut verstehen, denke ich. Auch die Fragen, die damit einhergehen. Naja, die kennen Sie ja besser als ich, was man sich halt so fragt. Habe ich wirklich alles rausgeholt? Ist alles meine Schuld? Habe ich mich selbst verraten? Bin ich wirklich der Beste? Muss ich mich an diese ganze Scheiße einfach nur gewöhnen? An dieser Stelle muss ich Ihnen jedoch gestehen, dass ich mit diesen Fragen trotz meiner Riesenbirne nicht so gut zurechtkam. Und dann vor vielen, aber nicht allzu vielen Monaten dachte ich, jetzt geht also wirklich gar nichts mehr. Da kam aber zum Glück dann auch gleich der totale Zusammenbruch und sogar eine ziemlich aufregende Fahrt in die Notaufnahme mit quietschenden Reifen und einer Taschenlampe, die in meiner Pupille nach dem Leben suchte, das ich bereit war, einfach wieder abzugeben, weil ich es niemals verstehen würde und ich mich irgendwie unvollständig und verloren gefühlt habe. Komisch. Natürlich war ich einfach nur überarbeitet und wollte mich einfach mal ordentlich ausratzen. Aber trotzdem, es musste sich doch etwas ändern. Ein mit meinen Eltern sehr, sehr gut befreundeter Chefarzt, Psychiater, hat mir dann ein gepfeffertes Gutachten ausgestellt, woraufhin mir die Techniker-Krankenkasse eine Verhaltenstherapie auf Lebenszeit bewilligte. An die Hard Facts dieses Gutachtens versuche ich mich jetzt seit Jahren zusammen mit meiner Therapeutin heranzurobben. Aber was mich wirklich immer total rasend macht, ist, dass sie einfach nicht einsehen oder nicht verstehen kann. Oder was weiß denn ich, was so in ihrem Therapeutenschema F-Kopf vorgeht. Also in jedem Fall will oder kann sie scheinbar einfach nicht verstehen, wie schlecht es mir wirklich geht. Wie dem auch sei, ich flechte das jetzt hier nicht ein, um mich als krank, crazy oder total schräg darzustellen. Nein, meine lieben Freunde, das Gegenteil ist der Fall. Ich musste einsehen, dass ich weder krank oder crazy noch in irgendeiner Weise schräg bin, war, jemals oder jemals sein würde. Ich, eine der Besten meiner Generation, saß eines schönen Morgens mitten in der Woche auf einem roten Samtsessel mit einem Päckchen Tempo und einer kleinen Eule aus Glas, die ich als persönliches Maskottchen zu jeder Sitzung mitnehmen durfte, total verheult und verrotzt da, meiner Therapeutin, die ich eigentlich wirklich gerne mag, gegenüber. Ich saß ihr also gegenüber und weinte. Ja, ich weinte. Und ich weinte sehr lange, fast 12 Minuten. Ja, ich weinte wie am Ende einer langen Winterreise, nach der ich mich endlich wieder in meinem eigenen kleinen, selbstgebauten Ofen etwas wärmen durfte und mein längst verstorbenen Lieblingshund Snoopy kam schwanzwedelnd herbeigerannt mit meinen Janosch-Hausschuhen und dem Stellenmarktteil der aktuellen Zeit in der Schnauze. Da waren sie dann auf einmal alle wieder da, meine Hütte, meine Erde und mein Herd. Oder um mit Goethes Prometheus, der mich schon durch so manche finstere Zeit begleitet hat, zu sprechen. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Lieber Gott, ich hasse dich. Sag mir, warum nur gibt es mich? Warum hast du das getan, du feiges Schwein? Ich zeig dich an. Also,
Ich saß in dem roten Samtsessel und ich fühlte die Wogen der Dankbarkeit in meinem ausgemergelten Körper hin und her schwappen. Ich wusste eigentlich nicht genau wie, aber irgendwie habe ich durch die Tränen hindurch zu meiner kleinen Hütte zurückgefunden. Und damit nicht genug, meine Damen und Herren. Die Therapie ging sogar noch weiter und für eine Sache war ich noch dankbarer, nämlich für die simple Aufgabenstellung, doch einfach mal einen Brief an mich selber zu schreiben. Wahrscheinlich hatte ich meiner Therapeutin schon gesteckt, dass ich wahnsinnig gut schreiben kann und das Einzige wäre und so weiter und so fort, aber sie hat sich davon glücklicherweise nicht abschrecken lassen und mich gebeten, die epische Konfliktsituation, in der ich mich befand, in einem Brief an mich selber darzulegen. Vielleicht werden es die ganz Ausgefuchsten unter Ihnen sich schon gedacht haben, ja, genau, ich habe jenen Brief aus dem April 2012 mitgebracht und für den heutigen Abend von dem zerschlissenen Karo-Musterzettel transkribiert, wobei ich auch den Namen der handelnden Person natürlich geändert habe. Also, here we go. Lieber Peter, es wird Zeit, dass wir beide uns einmal unterhalten. Ich schaue mir das jetzt schon ziemlich lange an und ich muss dir jetzt sagen, dein dummes Grinsen steht dir wirklich nicht so gut, wie du vielleicht denkst. Die ganze Zeit verstellst du dich und bist ganz falsch oder willst jemand anderes sein und tust aber so cool und als wäre dir alles egal. Ich aber sehe genau, dass du die ganze Zeit nur vor dem Pochen deines kleinen, müden Herzens fliehst und flüchtest, ja, wie ein blutsaugender Vampir, der vor den morgendlichen Läuten der Turmuhr zurück in die Gruft flieht, um dort seinen falschen Tod und sein falsches Leben vorzudämmern. Dabei ist es dein Morgen, der da dämmert, Peter. Schau. Setz dich hin und fühle, wie die Strahlen der Sonne wärmer werden. Habe keine Angst, fürchte dich nicht, lauf nicht weg. Du wirst nicht zu Staub zerfallen. Steh auf, trockne deine Tränen, hör auf mit dem Theater, spar dir die Witzchen, quatsch keine Opern und geh einfach los. Wenn du willst, weit weg von hier oder auch nur kurz zum Wochenmarkt. Beides ist total okay. Hör auf, dir bei allem zuzuschauen. Es gibt da wirklich nichts zu gaffen. Noch was, Peter. Niemand will sterben und du erst recht nicht. Erinnere dich einfach mal an die schönen Sachen, zum Beispiel die Radtour nach Sylt im Frühling 96. Das war doch total schön. Als du dann am FKK-Strand die Wellen angeschaut hast und wie du dir die Sachen rausgedacht hast mit der Welle und ihrer Bestimmung und ihrer Freiheit, das war schon gar nicht so schlecht. Also sei eine Welle. Sei eine Welle, Peter. Sei deine eigene Welle. Steige auf und breche um. Spüle die Krabben und Fische. Breche dich an den großen und kleinen Felsen. Steig auf und geh unter. Trage und verschlinge. Sprühe Gischt und kappel dich. Schäume und schwappe am Abend langsam und tröstend gegen die müden Ufer deines Lebens. Aber bleib in Bewegung. Mach weiter und zwar immer, immer, immer weiter. Das ist hier nun mal der Deal, mein Freundchen. Es ist wirklich alles total okay. Niemand kann es dir ernsthaft übel nehmen, dass du ab jetzt nur noch du selbst bist. Das verspreche ich dir, ganz im Gegenteil. Die Menschen, allen voran Hildegard von Bingen, werden sich freuen, dich als du selber wieder in ihrer Mitte aufzunehmen. Den verloren geglaubten, den konfliktbeladenen, den mit Widersprüchen vollgestopften, alle werden sich freuen, dich wieder zu sehen und den Dingen zu lauschen, die du von deiner schmerzensreichen Odyssee zu berichten hast. Was deine Beziehung angeht, sei ehrlich mit Hildegard von Bingen. Erzähl ihr von deinen Zweifeln, von dem Widerstreit deiner Gefühle und von deiner langjährigen Affäre mit Ulrike Volkerts. Sie wird es verstehen, weil es dir doch wirklich so wahnsinnig schlecht ging. Ihr kriegt das alles zusammen hin. Ja, wer, wenn nicht ihr beide? Niemand versteht dich so gut wie die Hildegard von Bingen. Und das weißt du auch. Du musst jetzt über alles reden, über alles und ohne Pause. Noch ein Tipp. Vielleicht solltest du aber eine Zeit lang auch einfach mal kein Boyfriend sein. Sondern einfach nur du, allein auf weiter, weiter Flur und die ganzen Sachen, die du dir schon die ganze Zeit verkneifst, weißt schon, was ich meine. Einfach mal ausprobieren. Du brauchst niemanden und kannst einfach dir selbst genug sein, als Welle. Wie dem auch sei, du schaffst das, Peter. Reiß dich noch einmal zusammen, das kannst du auch am besten. Ich glaube an dich, ich wünsche dir alles, alles Gute. Liebe Grüße, dein Peter, PS, lass es saufen sein. Ich weiß noch, wie ich den Stift absetze und mich wahnsinnig erleichtert gefühlt habe, diesen Brief an mich verfasst zu haben. Jetzt war also endlich alles raus. Und um in der Fiktion der Genesung in Distanz zu bleiben, habe ich den Brief tatsächlich in einen frankierten Briefumschlag gesteckt und an mich selber geschickt, woraufhin Hildegard von Bingen meine Handschrift beim Posthochholen erkannt und den Brief gelesen hat. Ich glaube, sie dachte tatsächlich, ich hätte ihr endlich diesen Brief geschrieben, den ich ihr ewig, ewig schon versprochen hatte, indem ich ihr alles erklären wollte, im Besonderen mein total ätzendes Verhalten Tag ein, Tag aus. An jenem Tag gab es dann tatsächlich noch lange, lange Diskussionen. Und ich kann mich erinnern, wie ich auf die kochenden Kartoffeln gestarrt habe, bis kein Wasser mehr im Topf war. Und Hildegard von Bingen
Er hat nur noch geschrien, Boyfriend, Boyfriend, und mit dem Klappstuhl auf diese riesige Sammlung von Altglas unter der Spüle eingeschlagen, bis alles voller Scherben war und es nach Essig und Wein roch und ich mir an den Scherben fast den kleinen Zeh abgeschnitten habe, weil ich ja in dieser Zeit partout keine Kleidung und schon gar keine Schuhe mehr tragen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende des Abends stand die Entscheidung fest, dass es für mich wohl besser wäre, wieder ein wenig mehr Zeit mit mir selber zu verbringen. Und Hildegard ist dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen, die wir im Sommer 2010 zusammen mit ein paar Kumpels wochenlang renoviert haben. Gott, wenn ich jetzt an diese Parkettschleifmaschine denke. Damals habe ich einen dieser Kumpels mit dem Ding fast den Schädel gespalten. Die haben so eine krasse Unwucht, die Teile, das sind dann die totalen Bullen, wenn die erstmal losreiten. Ich bin wirklich froh, dass da nichts passiert ist. Wie dem auch sei, ich war immer noch dankbar für die Idee mit dem Brief an mich selbst und glaubte auch daran, dass solche Übungen wirklich etwas bringen können. Und es ging ja schließlich darum, die alten Patterns langfristig durch neue Patterns zu ersetzen. Also setze ich mich an den Küchentisch in dieser großen, für den Stadtteil noch immer recht günstigen, gottverfickten, drecksbeschissenen Altbauwohnung, nahm meinen Lami aus der Obersekunde heraus und schrieb einen zweiten Brief an mich selbst. Den kann ich sogar auswendig, auch wenn ich den Kaiserkassenbon, auf dem er verfasst wurde, schon längst im Suff aufgefressen habe. Hallo Peter, bitte hilf mir, denn ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin sehr einsam. Und ich sah vom Küchentisch und Kassenbon auf und sah, wie der große Geist meines ganz persönlichen Glücks, ja meines Menschseins, durch die Ritzen in den Bohlen und den fingerbreiten Spalt unter der Tür für immer aus dieser Wohnung abgezogen wurde. Wie ein Nebel, der sich nun ein neues Tal sucht, um darin hin und her zu wabern und um die schattigen, dunklen Gedanken der dort Wandernden mit hauchzarter Hand sanft zu bemanteln, ja, jahreszeitlich zu umspielen und ihr Pein zu lindern. Gut, Leute, jetzt lassen wir die ganze Psychonummer mal beiseite. Das sind ja so Entscheidungen, die einfach irgendwann gefällt werden und dann sagt man ja oder nein und bleibt dann auch dabei. Entscheidungen also, ob man überhaupt in die ganze Schose einsteigen will, mit Briefen an sich selber schreiben, mit einer kleinen Eule aus Glas und so weiter. Für die Leute, die da was leisten wollen, ist das immer etwas risky. Weil es kann nämlich sein, dass man da aus dem Sumpf nie wieder rauskommt und das ist jetzt für so Machertypen wie mich nicht gerade toll. Außerdem redet man nur noch von Lösungen, Problemen und Barrieren und das Gefasel lässt die Werte einer Single-Börse meist auf Dauer in den Keller schießen. Abgesehen davon habe ich einfach keine Zeit, jedes Mini-Gefühlchen, was sich da in meinem Busen regt, von Anfang an zu bespitzeln, auszudeuteln und auszupumpen. Vielleicht ist es ja sogar eine gute Nachricht, dass das sogenannte Innerste, zu dem man sich unter medizinischer Aufsicht durchnagt, vollkommen egal ist. Und ob ich mich als Welle oder als Kiesgrube, Achtung, Durchsage, darstelle, ist völlig belanglos. Klar, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir die ganze Sache nicht soziologisch / politisch angehen. Jedenfalls haben wir, die tolldreisten Kommilitonen und ich, es immer wieder in langen gemeinsamen Abenden auf diese Formel gebracht. Die dazugehörigen Treffen hörten dann aber auch trotzdem auf und wurden durch nichts ersetzt, außer vielleicht durch Pragmatik, Lippenbekenntnisse und Karrieregeilheit. Auch so ein Wort, das ich seit langem irgendwo einbauen wollte. So, jetzt aber, damit unser Abend nicht völlig aus dem Leim geht, zurück zu unserem Zeitstrahl und zu meiner Biografie. Und jetzt legen wir einfach einmal fest, dass wir die Vergangenheit hinter uns gelassen haben und im Hier und Jetzt weiter plaudern mit ganz banalen Fragen und konkreten Perspektiven. Also, wie sieht es jetzt, diese Gegenwart, also aus? Eigentlich ganz okay. Ich habe wieder angefangen, mehr zu lesen, viele Novellen darunter. Die Geschichte vom Korallenhändler zum Beispiel, die habe ich jetzt schon bestimmt 1000 Mal gelesen. Ich höre gerne die alten Platten wieder, mache mir wieder mehr Notizen. Ansonsten mache ich lange Spaziergänge im Park und habe akzeptiert, dass es in dieser Gesellschaft keinen Platz für mich gibt. Deshalb weite ich meine Spaziergänge auch immer weiter aus. Erst letzte Woche habe ich mich für 4 Tage im Harz herumgetrieben. Immer mit dabei die kleine Eule aus Glas. Und ja, irgendwie zieht es uns hoch ins Gebirge. Dahin, wo es kalt ist und dahin, wo die Nebel wallen. Nebel, schon wieder Nebel. So wie im Erlkönig. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlkönig... Entschuldigung, den muss ich nochmal machen. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht. Das sind schon tolle Zeilen. Ist wirklich. Mittlerweile ist das auch das Lieblingsgedicht der kleinen Eule. Und eines schönen Tages bleiben wir beide einfach da oben. Wobei die Alpen für sowas schon cooler wären als der Harz. Damit komme ich jetzt aber wirklich zum Schluss und das mit der Schilderung eines Traumes, den ich in der letzten Nacht hatte. Ich finde das immer ganz gut, so zum Abschluss nicht alles festzuzurren, sondern eher noch ein paar andere Sachen aufzureißen, aufzumachen, wie wir immer gesagt haben. Ja, und wenn nicht dazu, wozu sind Träume sonst da? Ich träumte also. Ich war am Meer, der Strand war schwarz wie auf diesen Vulkaninseln im Mittelmeer und ich war ganz nackt.
Das Meer hatte sehr schöne, große, gleichmäßige Wellen, die sich in eine schäumende, gierige Gischt überschlugen, und das frische Weiß setzte sich sehr gut von dem Schwarz des Vulkanstrands ab. So weiß wie Milch, so schwarz wie Kohle, ganz einfach, ganz klar. Dann sah ich von links nach rechts einen kleinen Schwarm Flamingos durch den wolkenlosen abendlichen Himmel ziehen. Das waren vielleicht so 4, 5 Vögel. Und ich weiß ja nun wirklich, wie die Rosen der Dinger im Flug aussehen, mit diesem geknickten, relativ großen Schnabel und dem langen Hals, den langen Beinen gerade nach hinten gesteckt. Toll. Die in meinem Traum allerdings wirkten irgendwie vom Schwerpunkt her bierbäuchig. Aber das ist vielleicht auch normal. Und ich sehe zu den Flamingos hoch und der Chef von denen schaut zu mir runter und krächzt herum. Ja, und ich habe das Gefühl, Gischt und Brandung pausieren für eine lange, sehr stille Sekunde, um die Worte des rosa Vogels passieren zu lassen. Und ich vernehme seine raue Stimme aus weite Ferne und salzigen Seen, die da zu mir, dem Nackten am Strand, sagt: Keep the motor running. Keep the motor running, Pete. Ja, und dann bin ich aufgewacht und habe mich gefreut, dass ich am Leben bin. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören, sage viel Glück und euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.